Okay. Schuld ist natürlich, wie das so ist, bei kleinen Jungen die Eltern. Ich bin ja quasi schon im Beiwagen des Moto Guzzi-Gespanns aufgewachsen. Noch bevor ich sprechen konnte, wusste ich, wie sich ein V2 Zylinder Moto Guzzi-Motor anhört. Und das war so schon so der Sound auch des Urlaubs, weil wir, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, immer mit dem Motorradgespann gefahren sind. Also das war für mich schon immer der Inbegriff des Reisens. Das hat sich so eingebrannt. Und dann war natürlich auch klar, dass ich selber Moped fahren wollte. Nicht immer nur der Papa. Irgendwann mit, ich glaube, es war schon 8 Jahre. Irgendwann haben wir eine 80 Kubik Malachuti, das irgend so ein chinesischer Motocross-Hersteller Maschine gekauft, so eine Automatik, also ohne Schalten, sondern nur mit Gas. Und da kam ich nie auf den Boden. Das Problem habe ich ja heute noch. Also die Maschine musste mal festgehalten werden. Dann wurde ich quasi draufgesetzt, Gas geben, dann losgelassen und dann lief's. Also dann einmal drauf und dann war die Balance da. Aber ich konnte weder auf noch absteigen von diesem Ding. So. Alles, was zwei Räder hat und Krach macht, begeistert mich. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt. Und zu dem Zeitpunkt stand aber für mich fest, so 8, 9 Monate später geht's los. Ja, und dann innerhalb eines Jahres änderte sich so ein bisschen mein Leben. Den Josh habe ich dann kennengelernt. Ja, dann irgendwann haben wir uns mal unterhalten und wie es denn so weitergehen soll. Und dann habe ich auch glasklar gesagt, also ich fahr wieder auf Motorradreise. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Ja, und dann bist du ja weg und dann bin ich allein und wie läuft denn das? Und ich habe gesagt, ja, musst du halt mitfahren. So mit den Wochen wurde mir immer klarer, ach doch, warum eigentlich nicht? Wenn du jetzt sowas nicht machst, ich war damals 26, dann nie wahrscheinlich. Das war nur so ein Spruch, ne? Und dann sagt sie, ja, dann fahre ich mit. Wie gesagt, das haben schon viele gesagt, aber die Johanna hat es dann durchgezogen. Und mir war schon auch bewusst, was da alles auf mich zukommt. Also die ganzen Impfungen, der Motorradführerschein, Wohnung, Arbeit, das alles regeln. Und ich glaube, ich habe die praktische Prüfung an einem Montag gemacht. Und am Samstag sind wir dann nach Korsika aufgebrochen. Also 5 Tage später. Und das war die Feuertaufe, ja. 6 Monate später saßen wir im Flugzeug nach Südamerika. Es war auf jeden Fall eine super Erfahrung, aber es war sau anstrengend, weil wenn du noch nie auf so einem Ding saßt, dann war das eine 350er Yamaha mit Kickstarter, Baujahr 94. Da konntest du gerade so Motorrad auf der Straße fahren, dann musst du dann da Schotter fahren und Sand und weiß ich nicht, was alles kommt. Und dann zurück zu Hause habe ich angefangen, auch ein bisschen Trail zu fahren. Selbes Spiel. Ich war skeptisch, ob das sowas für mich ist, aber jetzt mittlerweile macht es mir sehr viel Spaß und hat mir auf jeden Fall richtig viel gebracht. Und die Trainerin, die ich da hatte, die hat auch gesagt, ja, hier, ich glaube, du bist diejenige hier in dieser Woche, die hier am meisten Fortschritte gemacht hat, von quasi fast gar nichts können bis, ja, du kannst jetzt mittlerweile schon mithalten. Da habe ich schon gemerkt, ja, ich glaube, du kommst durch Afrika durch. Viele Leute haben auch mich, glaube ich, sehr schüchtern eingeschätzt und mir nicht so viel zugetraut. Und ich habe mir halt gedacht, so mehr oder weniger leckt mich doch alle mal an meinem Po. Ich mache das jetzt einfach. Egal wie schwer es mir fällt, ich werde doch nicht nach Hause fahren. Das war so eigentlich der Antrieb der ersten Reise und natürlich auch die Neugier. Man will ja die Leute, die Kulturen und alles kennenlernen und auch verstehen. Wenn man halt mal in den Ländern war und gesehen hat, wie es wirklich ist und was die auch für andere Probleme eigentlich haben, dann, ja, ich weiß nicht, das verändert das komplette Weltbild irgendwie so ein bisschen, weil man wird entspannter, man wird viel, viel entspannter, man sieht, wie gut es eigentlich uns in Deutschland geht. Eigentlich ist es hauptsächlich die Neugierde. Und es ging ja schon früher los, während meines Medizinstudiums. Damals habe ich mich auf ein Praktikum in einem Krankenhaus in Kenia beworben und habe da auch eine Zusage per E-Mail bekommen. Bin dann nach Kenia geflogen und habe festgestellt, der Arzt, mit dem ich da kommuniziert hatte, der hat irgendwie 4 Wochen Sommerferien. Was weiß ich, der war nicht da. Afrika halt, ne? Naja, mein Praktikum ist schlicht und einfach nicht zustande gekommen. Und ich hatte natürlich trotzdem einen Monat Zeit.
Und dann habe ich mir meinen Rucksack aufgezogen und bin durch das Land gelaufen. Während ich da war, waren auch Wahlen. Das war 2011, glaube ich. Und die Wahlen in dem Quartal zuvor, die hatten zu gewaltsamen Ausschreitungen geführt. Und da habe ich natürlich jede Menge Nachrichten von daheim bekommen. Pass auf und gefährlich. Ich habe in den Nachrichten gesehen. Und das Komische war, ich war dort. Ich war in Kenia. Ich habe von all diesen, auch während dieser Wahlen, negativen Nachrichten natürlich nichts mitbekommen. Und da hat sich irgendwas in meinem Kopf gemeldet und hat sich gefragt, pass mal auf, wenn du jetzt hier in Kenia bist und die das daheim so darstellen, als würde die Welt hier gerade untergehen, du aber gar nichts davon mitkriegst, wie sieht denn dann der Rest der Welt aus, von dem du denkst, dass es so gefährlich ist? Und diese Fragestellung hat mich nicht dazu bewegt zu reisen, aber hat mir viel der Angst vorm Reisen genommen. Denn viele Menschen haben ja diese Neugierde in sich. Kinder haben das und leben das aus, aber man verliert es irgendwann, weil man Angst gemacht bekommt, weil negative Nachrichten sich besser verkaufen als positive. Okay, Afrika, das hat mir gefallen bei diesem Praktikum. Das will ich noch mal verbinden mit dem, was ich am liebsten tue, Motorradfahren. Also habe ich entschieden, die Westküste runterzufahren und dann habe ich mir ein altes, zuverlässiges Moped gekauft und habe das zusammengeschustert, sodass es wieder fuhr. War älter als ich das Bike. Auch da war es nicht so, dass ich gewusst hätte, wo ich ankomme. Also klar war das Traumziel Kapstadt, aber ich habe auch damit gerechnet, irgendwann vor einer geschlossenen Grenze zu stehen, was auch der Fall war, oder krank zu werden, was auch der Fall war, oder feststellen, dass das Geld ausgeht, was auch der Fall war. Aber irgendwie ging es immer weiter und ich bin dann angekommen, weil die Menschen eben entgegen dessen, was man denkt, alle super freundlich sind. Also die Welt ist nicht voller Terroristen und Räuber und Mörder und Krankheiten und Korruption, sondern die Welt ist voller netter Menschen. Und deswegen kann man die Welt bereisen, ohne Probleme.